Hallo Leute und willkommen zurück bei RuneScape. Ja, wir haben am Samstag angefangen, Sonntag hatte ich leider keine Zeit zum Aufnehmen. Der Ape-Boost ist weg. Naja, kann passieren. Aber andere Games haben leider ein bisschen den Vorsprung gehabt. Wieso muss ich jetzt hier runter? Ich wollte hier hoch. Was hat er denn geändert? Schatzjäger, hallo, ich bin Alice, willkommen beim Schatzjäger. Soll ich dir alles zeigen? Ja. Ich habe an meiner sagenhaften Reichtümer in diesen Truhen platziert. Alle, die mir Schatzjägerschlüssel bringen, dürfen sie öffnen und die Preise darin behalten. Hier wird angezeigt, wie viele Schlüssel du besitzt. Pro Schlüssel kannst du eine Truhe öffnen und den Preis darin behalten. Ich schenke dir jeden Tag einen kostenlosen Schlüssel oder zwei, wenn du dann ein Mitglied bist. Du kannst Schlüssel aber auch kaufen oder sie dir im Spiel verdienen. Okay. Das ist ein bisschen einfach die Symbole. Diese magischen Kristalle sind Eisherzen. Du kannst diese mächtigen Artefakte benutzen, um Kategorien einzufrieren. Womit verhindert wird, dass du Preise in diesen Kategorien gewinnst. Unter Kategorien erhältst du mehr Informationen. Eisherzen bekommt man beim Kauf von Schatzjägerschlüsseln. Schlüssel, wenn man irgendwo in der Welt Schlüssel findet und pro Tag mindestens 5 Truhen öffnet. Pro Runde kannst du eine Truhe öffnen. Es kostet dich einen Schlüssel, an die Gegenstände zu kommen. Klicke einfach auf eine Truhe, um loszulegen. Viel Glück und denk dran, täglich vorbeizuschauen, um kostenlose Schlüssel zu erhalten. Oh Gott. Was ist das? Kleine prismatische Lampe. Reib an dieser Lampe, um Ape in deiner Fertigkeit deine Wahl zu erhalten. Kategorie Pflanzenkunde, also muss man Pflanzenkunden. Machen wir doch gleich, oder? Oder wollen wir Goldmünzen nehmen? Ein Pflanzenkunde wäre schon gut, weil das relativ langweilig ist, denke ich mal. Hä? Okay, dann machen wir direkt Berserker, hä? Und da haben wir jetzt nochmals eine irgendwo. Da. Kampf-Epe. Reiben. Aha. Du denkst über deine Erlebnisse in der Kategorie von Lumbrichtschnach. Ah, Katakomben in Lumbrichtschnach. Du bekommst jeweils 100 Epe in Angriff, Verteidigung, Stärke, Fernkampf und Magie. Schön. Ah, jetzt sind wir Magier aufgestiegen. Jetzt sind wir Kampfstufe 9. Maske des Trolls. Okay. Dann. Nochmals, hä? Ich glaube nicht, dass die das richtig reingetan hat, also dass es wahrscheinlich getauscht hat. Gelb, ja, ist nicht gewesen, oder? Kerkerkunde-Marke. Eine Kerkerkunde-Marke, mit der man Kerkerkunde-Belohnung einlösen kann. Machen wir Goldmünzen draus. Ich weiß nicht, wie lange geht das? Ich mach Goldmünzen da. So. Und jetzt der da. Orange. Oh, der könnte gut sein. Mittleres veränderliches Paket enthält 150 von dir ausgewählte erhältliche Materialien. Veränderliche sind wahrscheinlich die Rohmaterialien, oder? Beziehungsweise ein Teil davon. Ne, ich sammle Gold. 15.000. Kann man das auch anzeigen lassen? Verbesserter Pulscan gewährt 150% Bonus-EP, wenn er aktiv ist. Gewährt beim Verbrauchen einen kombinierbaren EP-Bonus bis zu 10% und einen zufälligen Buff
für den Spieler und Umstehende. Ah, sind sie immer da. Mehr Schlüssel. Sicher nicht kaufen. Okay, jetzt möchte ich gerne... Also hier sieht man, was jetzt verbessert wurde. Noch natürlich alle Kampffähigkeiten. Und Magie haben wir zum Beispiel 2. Hier haben wir 7. Wahrscheinlich einfach, weil es natürlich jetzt braucht davon. Meisterabenteuer. Okay. Ausstattung. Voreinstellungen. Fertigkeit. Es ist recht anders geworden in diesen Jahren. Hä? Ich komme gar nicht mehr so draus. What? Kann ich jetzt 1 drücken? Wie kann ich jetzt das runter tun? Ein Lufthieb. Ich möchte gern. Kann man den nicht markieren? Ich weiß nicht. Ich habe ein paar Probleme. Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich will es nicht verwenden. Ich will es nur runterziehen. Leg mich auf. Gut, so ist gut. Oder nein. Bogen schießen werde ich jetzt gerade noch nicht. Da will ich zuerst etwas machen. Okay, Gebete. Erhöht deine Verteidigung. Unten. Kampfeinstellung Revolution. Retro. Ja, lass ich mal Revolution, damit ich automatisch angreife. Und wo sind jetzt die Quests? Östlich vom Palast von Nuarok. Ah doch, das ist dieser Weg. Ja, dann habe ich einfach die Kamera falsch gehabt. Läuft. Ein Museum. Gehen wir später mal rein. So, jetzt haben wir hier... Was ist das hier? Kanalisationsschacht, aha. Okay, dann los, gehen wir rein. Ich will Drachentöter werden. Im Namen Saradomins flehe ich sie an. Helfen Sie mir. Ich bin hier auf der Suche nach einem gefährlichen Flüchtling. Er hat ein mächtiges dämonisches Buch gestohlen, welches den Untergang dieser ganzen Stadt bedenken könnte. Bitte helfen Sie mir, ihn aufzuhalten. Ja, das mache ich. Sie werden mir helfen? Gelobt sei Saradomin. Ich wusste doch, dass Sie rechtschaffen aussehen. Wir haben nicht viel Zeit, hören Sie also gut zu. Ich verfolge Denat, einen gefährlichen und instabilen Magier. Er hat das Kloster von Edgeville infiltriert und die Enzyklopädie Dämonium von einem Orden gestohlen. Das Buch wurde einst verwendet, um einen uralten Dämon Delirith aus der Hölle der Dimension hierher zu beschwören.
Er kann ganze Städte verwüsten und ist gegen alle Angriffe ihm nun mit Ausnahme deren des geweihten Schwertes Silberlicht. Silberlicht wird in der Gruft unter der Kirche von den Zellen des vorherigen Besitzers bewacht. Ich konnte Donner bis zu dieser Stadt zurückverfolgen, aber jetzt habe ich eine Spur verloren. Während ich weiter nach ihm suche, müssen sie das Schwert holen. Falls Dailit einen Weg zurück in diese Welt findet, ist Silberlicht unsere einzige Rettung. Kletten Sie durch die Falltür im Süden der Gruft unter dieser Kirche hinunter und bringen Sie Silberlicht herauf. Erzählen Sie mir etwas über Silberlicht. Silberlicht ist die einzige Waffe, mit der man Dailit verletzen kann. Es liegt in der Gruft unter der Kirche begraben. Wir müssen uns unbedingt Silberlicht sichern für den Fall, dass das Schlimmste eintritt. Warum haben Sie sich Silberlicht denn noch nicht geholt? Ich habe es versucht, aber das heilige Schwert wird von den Seelen der Toten bewacht. Drei mutigen Seelen, die in ihrem Leben Träger des Schwertes waren. Ich habe mich den Prüfungen der Seelen gestellt, wurde aber als unwürdig befunden. Ich bin nur ein Akademiker, ich kann Dennard ohne ihre Hilfe nicht aufhalten. Wer der Heldin? Tschüss. Was? Ich hätte es nicht überspringen sollen. Aha. Ja, zum Suchen eine Hilfe. Wow. Schwer. Komm, wir müssen uns anstrengen. Ich denke, das ist auch so eine Anfängerquest. Willkommen. Willkommen, willkommen. Ich bin auf der Suche nach Silberlicht. Wenn Sie Silberlicht tragen wollen, müssen Sie die drei Prüfungen bestehen. Die Leibesprüfung im Westen, die Glaubensprüfung im Norden und die Geistesprüfung im Osten. Kommen Sie dort zu uns, wenn Sie bereit sind. Oh Gott. Nehmen wir mal alles in Reihenfolge, hä? Die Leibesprüfungen zeigen, dass sie stark genug sind, um Silberlicht zu tragen. Schwache Händen kann man eine mächtige Waffe leicht entreißen. Ja. Die Leibesprüfung besteht darin, die Knochen wegzureißen. Oh Mann. Ich bin doch eine Lady. Hallo. Ich möchte gerne nicht dieses Zeugs wegräumen. Das ist alles? Unterschätzen Sie die Prüfung nicht. Körperliche Arbeit kann ganz schön anstrengend sein. Sind die sehr stark, oder? Aha, er meint mit Wegräumen einfach besiegen. Wow. Innovativ des Tausend. So. Ja, genau. Und da kommen mehr auf einmal. Aber die machen überhaupt keinen Schaden. Ah. Ja, jetzt besieg ich die mal mit diesem Teil. Ah ja, das ist ja da automatisch. Oh, ich muss einen Buff einsetzen. Oh. Den automatisch eingesetzt. Wieso steht bei der Gesamtwert? Nehme ich es einfach mal mit. Ich glaube, dieses Spiel wird immer wie zugänglicher für Anfänger, aber trotzdem irgendwie ein bisschen verwirrend. Also, ich glaube, die Entwickler haben da ein paar Problemchen, aber ja, mal schauen. Hä? Die Glaubensprüfung zeigt, dass sie auf der lenkenden Kraft der Götter vertrauen. Ohne Glauben nützt ihnen Silberlichts nicht, auch wenn sie es in der Hand halten. Ja. Die Glaubensprüfung ist einfach. Sie müssen nur diesen Abgrund überqueren. Wie soll ich das tun? Es gibt keine Überquerungsmöglichkeiten und da geht es ganz schön tief runter. Ich werde Ihnen sagen, wohin Sie gehen müssen. Trauen Sie nicht Ihren Augen. Jeder Ihrer Schritt wird ein Schritt des Glaubens sein. Okay, ohne E.
wanken sie von der Stufe hinter mir aus einen Schritt in den Abgrund. Ja, wie kann ich jetzt da rein? Ah. Nach Norden. Also nach oben. Osten natürlich. Nach Norden. Nach Norden. Nach Norden. Nach Westen, klar. Nach Westen. Nach Süden. Nach Westen. Nach Westen. Nach Norden. Nach Norden. Nach Norden. Geschafft. Easy. Sie haben die Prüfung abgeschlossen. Ich erwarte Sie in Zeberlichts Kammer. Wo Sie auch gehen, auf dem Rückweg werden Sie nicht fallen. Ihr Glaube ist stark. Ich gehe dort hinten hin. Hä? Also die haben das Ganze zugemacht wahrscheinlich. Okay. Ich dachte, es wäre automatisch oder so. So, die Geistesprüfung wird zeigen, dass sie auf die Aufgabe konzentriert, auf ihre Aufgaben konzentriert und bei klarem Verstand sind. Andernfalls können wir ihnen Silberlicht nicht vertrauen. Anvertrauen. Ja. Warum sind sie hier? Ich bin auf der Suche nach Silberlicht. Ich plündere die Gräber. Mir gefällt es in den Grüften. Und was ist Silberlicht? Eine Zauberkerze. Ein Schwert, mit dem man Dämonen tötet. Warum benötigen Sie ein Schwert zum Töten von Dämonen? Ein mächtiger Dämon bedroht Farok. Wer ist dieser Dämon? Delitis, oder? Und wer schickt Sie, um Silberlicht zu holen und Delitis zu bekämpfen? Dennot. Ja, toll! Dann nochmals. Mir gefällt es in den Grüften. Gideon, bete. Ihr Verstand ist wach und konzentriert. Die Prüfung des Geistes ist abgeschlossen. Sie haben die Prüfung abgeschlossen. Ich warte in Silberlichts Kammer auf Sie. Das ist unfair. Genau diese Fragen hat er mit den Namen, was ich so ein bisschen Probleme habe, weil ich einfach nicht das merken kann. Ah, da vorne. Sie haben die Leibesprüfung bestanden und bewiesen, dass Sie stark genug sind, um Silberlicht Hand zu haben. Sie haben die Geistesprüfung bestanden und bewiesen, dass Sie klaren Verstandes sind. Sie haben die Glaubensprüfung bestanden. Die Götter schenken Ihnen ein Lächeln und werden die Klinge in Ihren Händen führen. Sie sind würdig, das Schwert Silberlicht zu tragen. Leben Sie wohl, Heldin. Aha. Boah, wie sieht ein Schwert aus? Das ist Silberlicht. Endlich. Ja, endlich. Ich hatte ja so viele Probleme, hä? Oh. Oh, es ist zu schwer. Ich kann es nicht mitnehmen. Du hältst das Schwert. Silberlicht. Handhaben. Ja, muss alles erklärt werden. Jetzt ist er sicher gleich da vorne. Wenn wir rausgehen oder so. Na? Oh, eine Schriftrolle. Ich habe ihn entführt. Werte Heldin, ich habe den F gefunden. Er will direkt hier in Farok beschweren. Er hält sich unterhalb des Zamarok-Tempels im südöstlichen Teil Faroks auf. Ich hab den Zamarok-Tempel, also... Oh. Zamorak, hä? Halten Sie das nach einer Falltür Ausschau, ähnlich der in dieser Kirche. Ich werde Sie dort helfen, bitte beeilen Sie sich. Er wurde entführt, also er wird wahrscheinlich...
gleich mal gefangen gehalten. Heftig, hä? Kann das eigentlich nicht wegmachen? Brauchst du Hilfe? Nein. Gut. Dann machen wir das, indem wir... Das ist ein Zamorak-Tempel. Nein, das ist nicht der Zamorak-Tempel. Das ist der Zamorak-Tempel und der wird einfach mal so gelassen. Hä? Seien Sie vorsichtig, werte Helden. Hier wimmelt es vermutlich nur so von den Netzfanatikern. Ja, easy. Los. Bekämpfen wir diese Lieben. Das hätten wir geschafft. Weiter geht's. Ich will Fleisch. Die haben gekochtes Fleisch. Es gibt ein neues Ding, Beutesystem. Können wir nachher noch kurz schauen. Was haben die für Problemchen? Wie viele gibt es von denen noch? Schnell, wir müssen weiter. Wenigstens ein NPC, der mal was macht. Ohne dass er Haupt-NPC ist. Lalalalalala. Genau. Stufenaufstieg. Das war's. Schnell, wir müssen den erfinden, bevor es zu spät ist. Kann ich jetzt wieder ein bisschen Fleisch aufnehmen? Das jetzt besser gemacht. Endlich mal ein gutes Beutesystem. Ey. Graben. Damit kann man Gebetspunkte bekommen. Jetzt haben wir Gebet 2, hä? Ja. Okay, dann haben wir den auf Fleisch. Ja. Stab. Wieder begraben. Das restliche Fleisch brauchen wir nicht. Ah, das geht nicht hier weiter. Hier geht's weiter. Denn erwache, mächtige Derit. Zerstör diese erbärmliche, schwache Stadt. Denef, stopp! Na, wenn das nicht Gildion Bede ist, er überrascht mich, dass sie den Mut gefunden haben, mich zu verfolgen. Sie hätten in Edgeville bleiben sollen, sie Bücherwurm. Ihr seid bereits zu spät, betrachtet den Untergang. Diabolical Froti, mit reinigem Feuer durchbreche ich die Fesseln, die dich binden hier. Nein! Hahaha, der Dämon ist frei, ich würde ja gerne bleiben, bei der Vernichtung zusehen, aber wenn Dave Barock in Schutt und Asche legt, möchte ich sicher in Entfernung sein. Diese Feigling. Ich hoffe, sie haben Seebericht mitgebracht, werte Heldin. Wappnen sie sich. Ajö, jetzt besiegt ihr die drei wahrscheinlich. Und ihr kommt zuerst. Oh, ja genau, und ich werde beschützt. Ich muss mich ausruhen. Ja, die hauen ab. Oh, da drin. Alle hauen ab. Und ich muss kämpfen. Mano. Gut, dann haben wir einen langen Kampf vor uns. Komm, wir machen mal Gebet. Aha, er kann auch noch zaubern. Hey. Okay, okay. Verstehe. Wenn er gleich wieder brennen sagt, dann müssen wir abhauen.
Ja, ich kann nichts machen. Kann ich mal abhauen? Ja, sicher, hat mich getroffen. Was kann man machen? Muss ich da wirklich noch... Ah, nein, ich habe mich gleich besiegt. Komm jetzt! Sieg! Ja, endlich, hey. Boah. Gute Arbeit, ihr heldenhaften Taten haben nicht nur mich, sondern ganz Warrock davon bewahrt. Von Delrith ist glühende Asche verwandelt zu werden. Bitte, das haben sie auf jeden Fall verdient. Du hast der Dämonentöter abgeschlossen. Ich dachte Drachentöter, aber ja. Silberlicht. Drei Lampen, die über das 100 Kampf-EP. Aber ein Zauberstab und Buch. Zwei Schatzjägerschlüssel. Fortfahren. Abenteuerpunkte 5. Du hast dir die Wegfinderhose verdient. Wie viel bekomme ich jetzt über? Klick hier, um die Karte für das Magnetnetzwerk zu öffnen. Ah, jetzt müssen wir wieder weg. Klick hier, um zum Zielort zu teleportieren. Hä? Wieso habe ich vorher das gar nicht gemacht? Okay. Also machen wir wieder einen Schnitt. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zugucken. Oh, ist das schön hier. Hä? Auf Wiedersehen. Tschüss.